Nach 32 gespielten Runden steht Wacker Innsbruck als Absteiger so gut wie fest. Für Lukas Hinterseher sind nicht nur lediglich 4 Siege, sondern auch die beachtlichen 12 Remis ein Grund für das Scheitern. Vielleicht hätte uns ab und zu mal so richtige Klatschen gut getan. Wir haben oft unentschieden gespielt gegen diese sogenannten Großen. Da hat uns dann jeder auf die Schulter geklopft, hat gesagt, super, war sehr knapp am Sieg, dann nächste Woche geht's eh. Und so ist dann, haben wir dann vielleicht so ein bisschen einen Schlendrian reinkriegt. Ein Schlendrian mit bitteren Folgen. Denn für den Stürmer der Tiroler ist der Abstieg nicht nur ein Verlust für den Verein, sondern auch für Fans und Bundesliga. Wenn wir mal gut gespielt haben, dann waren gleich einmal 10.000, 12.000 Leute im Stadion. Und das wird einfach der Bundesliga abgehen. Vom Umfeld her, vom Stadion, von der Atmosphäre her, gehört einfach Innsbruck in die Bundesliga. Hinterseers Vertrag mit den Innsbruckern läuft Ende der Saison aus. Ein Verbleib bei den Tirolern nach dem Abstieg ist für den 12-fachen Torschützen ausgeschlossen. Mit der Statistik, was ich heuer aufweisen kann und aktueller Nationalteamspieler, werde ich jetzt natürlich nicht, erste Liga ist natürlich nicht bevorzugt. Ich werde schon schauen, dass ich irgendwo anders unterkommen kann, werde. Aber nicht nur Hinterseher arbeitet an seiner Zukunft. Auch beim Verein befasst man sich mit Planung und Zielen für die nächste Saison. Eines davon lautet sicher, Wiederaufstieg in die Bundesliga.